Zeigt an. Guten Morgen! Guten Morgen. Brauchst du auch ein Messer? Nein. Ich wünsch mir die Brötchen auf. Köstlich. Gut, geh auf. Hier. Eieiei, sag mir mal. Nee. Das mach ich nicht. Die sind nagelneu, diese Messer. Und? Das ist ganz schön schwierig hier alles. Du nicht. Aber ich krieg ein altes, wa? Ja klar, bei dir habe ich es schon ausgepackt, Mensch. So, wie ihr seht, wenn man die Gelegenheit hat, nee, denn frühstückt man auch zusammen und macht und tut. Brauchst du noch irgendwas? Ja, wo ist mein Kaffee? Da. Kannst du dir ja wohl selber holen. Alles muss man alleine machen hier. Alter. Pass mal schön auf, du. Sonst gibt's heute noch Beule. Was suchst du jetzt? Hab schon gefunden. Was denn? Achso, du willst bestimmt einen Löffel. Die Schublade, linke Fach. Ein bisschen ziehen musst du schon. Die haben alle eine Sperre drin. Frank! Oh, jetzt habe ich es geschafft. Puh. Du bist ja links. Oh, Frank. Sag mal. Was denn? Die haben alle diese Sperre, damit die Schubladen nicht rausfallen können beim Fahren. Ja, eigentlich fällt mir jetzt schon langsam nicht mehr ein zu der bunten Oma. Frank, du bist blöd. Zu der verblassten bunten Oma. Ja, weil ich immer noch überlege, ob ich meine Haare mal wieder Naturhaarfarbe mache, damit sie mal ein bisschen Ruhe bekommen vor dem. Nein, einfach mal ein bisschen Ruhe wieder kriegen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Die Originalfarbe. Wer kennt schon die Originalhaarfarbe einer Frau? Du. Ich kann mich nie erinnern. Nein, kannst du nicht, Frank. Kannst du nicht. Das ist ja das Komische bei diesen Frauen, ist ja, egal welche Haarfarbe sie auch immer haben, sie gefällt ihnen nicht. Schwarze Haare müssen blond gemacht werden, blonde Haare müssen schwarz gemacht werden. Jeder ist nie mit dem zufrieden, was er hat. Erzähl nicht so einen Murks. Sind nicht alle Frauen gleich? Ich mag nur meine. Gut, ich nehme das zurück. Ich mag das zurück. Es sind nicht alle Frauen gleich, nur 99%. So, setzt du dich jetzt hin oder was? Na, ich weiß ja nicht, ob ich hier noch was antworten muss für den. Deswegen musst du da eigentlich hinstehen? Ja, ich bin schon so weit weg. Jetzt komme ich mir so weit weg vor. Oh, Alter. Übrigens. Was? Ich möchte euch nur mal kurz zeigen, ja, wie ungerecht diese Welt verteilt ist. Ja. Was denn? Gabis Eier. Frankis Eier. Ja. Die sind, das ist ja wohl unglaublich. Frank. Was erzählst du für einen Müll? Du isst kaputte Eier, ich nicht. Setzt du dich jetzt hin? Gabi isst keine kaputten Eier. Könnt ihr mal genau hingucken, was sie da macht? Ja, ich mag sie lieber alleine kaputt. Du hast keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, glaubt mir das. Haut sich jetzt die Pelle da ab und dann haut er sich die da rein wie ein Bauer. So, das ist Frankie. Oh meine Leute, Mädels. Mit wem redest du hier? Ich rede mit mir, weil ich bin der Einzige, der mir nicht widerspricht. Das stimmt. Siehst du? Da hast du recht. Du widersprichst dir nie. Ja, weil ich weiß, dass ich recht habe. Oh, yeah. Das sieht aber schick aus. Ja. Die Eier waren doch nicht so schlecht, wie wir sie gekauft haben. Doch, ist zu gelb. Zu gelb? Ja, nicht orange. Das Eigelb ist zu gelb. Die Wiese ist zu grün.
Und der ist zu blöd. Salz ist zu salzig. Aber wir machen halt ein bisschen mehr drauf. Und Blöde sind zu blöd. Oh Gott. Guten Hunger. Nachbarn sind auch schon auf. Welche? Kann ich nicht sehen. Nee, wusste ich auch nicht. Brauchst du Margarine? Ja, das fällt der Eimer runter. Könnt ihr das sehen, wie sie, ja, wie sie da drin hackt? Ich beiß normal ab. Beiß normal ab. Sag doch einfach, wenn du Hunger hast. Schießen wir dir irgendwann. Ich habe mir Espresso gemacht heute. Meinen ersten Espresso hier. Ich nehme das mal hier weg, damit ihr die Tasse sehen könnt. Entschuldigung, der Salzstreuer steht noch vor. Soll ich das kaputte Ei dir aufpillen? Na, das kannst du nicht mehr reparieren. Ja. Das sind diese blöden Rollen mit den großen Tüchern. Hier. Ich muss mal meine Tabletten holen. Ach, jetzt geht das Essen wieder los. Was? Erzählt ein Müll hier, dieser Kerl, das ist unglaublich. Hier ist eine Mücke. Doch, hier ist noch ein Ei übrig, kannst du haben, wenn du willst. Brauchst du dich nicht auf die armen Tiere stürzen, die da draußen rumfliegen. Toll, jetzt bin ich sie nicht mehr da. Oh, Alter, gibt's denn sowas hier? Jetzt habe ich sie. Echt? Ja. Eingesperrt oder auf die Murks? Nee, ich murkse lieber nicht ab. Today is Friday. Today is Friday, ja. Okay. Today is Friday. Yes, ma'am. Oh. Sag mal, das ist ja ein bisschen dumm, ne? Dass da am Tisch keine Steckdosen sind, oder? Das ist doch frühstückt man ja. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn man hier abends mal sitzt oder so, ist doch dumm, dass hier keine Steckdose ist. Das ärgert mich schon wieder. Hast du mal jetzt wieder geguckt? Nein. Die Kisten brauchen wir aber nicht gucken. Ja, das wäre noch dummer. So. Hier qualmt das Ei, Quatsch, das Salz. Was willst du? Frank, ich merke das, dir juckt das Fell heute wieder. Aber ich glaube, wir können mal die Kamera ausmachen. Die müssen uns ja noch nicht beim Frühstücken zu gucken. Mach sie hungrig. Ist ja langweilig. Mach sie hungrig, jawohl. Bis später. Ich bin jetzt hier am Aufräumen wieder. Und ich sehe gerade hier in meinem Besteckkasten, wenn ihr mal gucken wollt, das sind die normalen Gabeln, ja? Das ist Frankie, seine Gabel.
Jetzt ist das hier nicht so klar, weil er da jetzt, aber guckt mal. Seht ihr den Unterschied? Alter Schwede. Ja, das ist Frankie. Das ist normal. Und genau so, passt auf, genau so sieht es mit dem Löffel aus. Ja, also das ist der normale Löffel. Und das ist der... Jetzt zoomt sie sich wieder nicht. Es ist wirklich schlimm. So, das ist der normale. Das ist Frankies. Ja? Ja. Das ist eigentlich Salatbesteck, aber Frank hat gesagt, er möchte das haben für Suppe. Kannst und du mal bitte aus dem Weg nehmen? Für Gulasch. Was? Geh mal ein Stück zur Seite, bitte. Der hat mich zur Seite geschickt. Falls ihr den ersten Satz, als ihr die Kamera wieder anmachte, noch in Erinnerung habt, sie ist am Aufräumen. Wenn ihr mal einen Blick auf den Tisch werft, kann ich euch sagen, das schleift ganz schön mit der Dame. Pass mal auf, ich zeig dir gleich, was hier schleift. Ja, also... Ne? Ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Wusch. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Gabi hat die Kamera auf Zeitlupe gestellt. Nee. Alter, wie wär's denn, wenn du mal aufstehst und was mitmachst? Ich hätte doch nicht meine ganzen Kalorien verschwendet, die ich gerade mühselig in mich reingestopft habe. Mhm. Jetzt kann ich nicht mal abwaschen, weil... Hast du gehört? Wenn du hier aufmachst, gluckert das Wasser rein. Ah. Die ist ja ganz schön schlau, die Maschine. Ja, die ist, weiß ich nicht, ob die Maschine so schlau ist. Die ist ja schön pfiffig. Ja, Frankie. So, das haben wir, das haben wir. Na, du steifest hier, Hopse. Ah. Ja. Kühlschrank, aber was? Schnell wieder zumachen. Was? Den Kühlschrank. Das ist rein mein Aufwärmgebiet. Mach das jetzt. Kinder, der tut nur immer so, ja? Der macht auch seinen Teil, keine Sorgen. Ich mache... Was? Ich mache meinen Teil, sagt die. Mhm. Ich mache auch ihren. Wo möchtest du die Eier hin haben? Ich leg dir die hier rauf. Sag bloß, du bist in der Lage, dein... Hier, da. Nee, da kommt die Mücken raus. 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 Weg. Oh, ich will schon was zu Lass das sein. Nein, da kommen die ganzen Mücken rein. Die ganzen unglaublichen Flieger hier. Ja, Frank. Die untermotorisierten Drohnen. Und so. Ja, Frank. Ha, dazu. Kannst du mal den Herd zumachen? Den Herd zumachen. Ja, Frank, den Herd zumachen. Der Herd ist nicht offen. Die Klappe, Mensch. Das ist jetzt wiederum deine. Frank. Ey. Ja, bitte. Warte mal, ich mach erstmal die Kamera aus. Mach ich sie noch an? Hoppala. Da hinten, auf das Eck. Ich muss jetzt hier mal ausmachen. Leute, habt mal Verständnis. Ja? Ich muss mal kurz mit Frankie reden. Wo soll ich die blöden Handschuhe hin tun? Wenn du mit mir reden willst, speak in the mic. Was machst du? Ich hab nichts immer. Du hast gesagt, jetzt soll das darauf liegen. Warum ich die nicht? Ich hab gefragt, warum liegen die da unten, wenn ich meins darauf liegen muss. Weil du die hättest mit dahin legen können. Das hast du ja nicht dazu gesagt. Wenn wir jetzt losfahren, ich brauche... Hier, willst du mal den Tisch ausmessen? Warum soll ich das tun? Für die Tischdecke. Kannst du alleine. Müsst doch sonst auch alles. Nein, ich kann in der Zeit räumen. Was willst du denn räumen? Ich hab doch schon alles fertig. Geh jetzt. Ich hab doch schon alles fertig. Ach so, habt ihr das mit? Nee, habt ihr bestimmt. Ich weiß ja nicht, ob ihr immer die Kommentare lest. Bei YouTube. Da hat einer geschrieben, oder eine geschrieben, sie vermissen, dass wir uns so Sachen an den Kopf hauen wie, du bist blöd. Und ich hau dir in den Rinn. Du? Lass das sein. Lass das sein. Es ist einfach so, sowas spielen wir nicht. Wir reden auch so, wenn wir beide alleine sind. So manchmal sage ich halt, du bist blöd.
Aber ich sag auch hier nicht, wenn wir alleine sind, nicht, du bist blöd. Nein, der ist immer blöd. Was willst du? Ich will nichts, ich will nichts. Mach mal deine Ansprache weiter. Ich jetzt keine Ansprache, ich wollte euch das nur mal erklären. Aber ich fand das witzig. Alter? Yes, ma'am. Wie spät haben wir es denn? Es ist schon wieder 9:30. Pfandscheine ticken nicht. Ja. Jetzt lasse ich das hier alles stehen, damit wir erstmal gehen. Danke für die Kamera noch an. Danke für die Klappe hier, ja, Frank? Übrigens, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Sie lässt das jetzt mal stehen. Ja. Was sie jetzt stehen lässt, sind die Sachen, die sie sonst liegen lässt. Aua! Ich hab dir nicht angepasst, Leute. Ich habe ihn nicht angepasst. Da ruft er mich vorhin und sagt, Gabi, meine Schublade ist fertig. Ich sage, welche Schublade? Na, die untere. Ich mach die auf, da ist nichts drin. Was wohl die oberste? Dann gucke ich in die obere rein, da liegt ein paar Socken. Er ist fertig. Oh Mann. Und jetzt sagt er, habt ihr ja bestimmt gehört, ne? Er zieht sich ein paar Socken an. Wir müssen mal wieder waschen. Oh Mann. Alter, jetzt sprühen machst du das nächste Mal bitte draußen. Oh, natürlich. Wenn hier gekocht wird oder so. Ja, das kannst du gerne tun. Oh. Irgendwelches Fußspray benutzt der immer. Oh, das stinkt. So, das haben wir. Haben wir auch. So. Jetzt muss ich hier noch den Rest so ein bisschen, aber ich habe jetzt hier gar keine Lust. So. Bringst du den Müll noch weg, bevor wir gehen jetzt? Lass ich jetzt mal den Tank leer machen, den grauen hier. Kannst du das auskippen? Wenn du das Schaltpult hast. Ja, Frank, wo ist das Schaltpult hin? Oh Mann. Ich hatte hier vorhin noch irgendwas gesehen. Hier drin? Ja, hier drin. Das hatte ich mir nämlich noch mitgebracht. Da könnte ich ja eins von reinmachen. Hier, Frank, hier sind irgendwelche Fernbedienungen. Und hier Bedienungsanleitung. Die will ich hier nicht haben. Das nimmt mir hier alles meinen Platz weg. Ja, du musst da aufheben, damit du weißt, wie der Staubsauger funktioniert. Ich staubsauge dir gleich eine. Kinder, der ist so frech. So, siehst du? Und diese blöden Fernbedienungen. Ich weiß gar nicht, für was ich das alles brauche. Ist so viel Zeug hier. Kann man denn die hinlegen? Passen die hier hin? Nee. Oh, alter Schwede. Hier? Ja, da passen sie rein. So. Bing. Ach, hier sind ja noch welche. Ich habe eine Fernbedienung für unseren Kamin. Da das ja kein Echtholzkamin ist hier, sondern so nachgemachter. Aber der heizt wie verrückt. So. Das haben wir alles soweit fertig. Jetzt kann das hier noch. Ich habe mir ein paar Knorrtüten hier noch für Chili con Carne. Und 2 Tüten für Gulasch. Weil ich brauche immer ganz, ganz viel Soße. Und also das Gulasch, das Fleisch, das gibt immer nicht so viel Soße her, wenn sie richtig gut schmecken soll, als wir brauchen. Und dann mache ich schon mal so eine Tüte als Geschmacksverstärker mit rein. Aber das ist ja jetzt hier ohne alles. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, geschmacksverstärkende Zusatzstoffe, also ohne natürlich. Und mit Meersalz und blablabla. Das ist nur, dass ich ein bisschen mehr Soße kriege. Aber das mache ich schon immer. Uns schmeckt das. Den Leuten, die es nicht schmeckt, die müssen das ja nicht benutzen. So, das lasse ich jetzt hier stehen. Das auch.
Die Tassen auch. So, heute Abend zeige ich euch meinen neuen Wasserkocher. Der ist cool. Der macht coole Sachen. Aber erst heute Abend. Bye, bye. So, Leute, hier geht's wieder los. Aber das Rezept oder so brauche ich euch ja nicht mehr zeigen oder sagen. Das hatten wir ja schon. Ich mache wieder Gulasch. Und jedes Mal alles wieder erzählen, das ist ja langweilig. Und vor allen Dingen, jeder weiß eigentlich, wie Gulasch gemacht wird. Der eine macht so, der andere macht so. Ja. Also, jeder hat einen anderen Geschmack. Und ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Wenn es nach mir ginge, wären wir schon längst in der Stadt. Noch den Rest einholen, was wir so brauchen. Aber der Franki, der liest da noch. Ja. So ist das. Für Gulasch brauche ich jede Menge Zwiebeln. Ich mache wahrscheinlich auch immer ein bisschen mehr rein als andere. Ich mache wirklich fast Pfund für Pfund. Pfund Fleisch, Pfund Zwiebeln. Denn dadurch wird nämlich auch die Soße gut und schön dickflüssig. Und man braucht nicht so viel andicken. Das nur mal so als Tipp. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Hallihallo, ich muss ein bisschen lauter reden, hier ist alles auf Hochtouren, hier oben der Abluft-Van ist an, die Klimaanlage ist an, alter Schwede, ich bin hier am Kochen, ja, Gulasch ist jetzt so weit fertig, dass es jetzt schmoren muss, Stunde, naja, anderthalb, hier ist noch alles heiß, ich kann es noch nicht sauber machen, ist noch zu heiß. Rotkohl ist schon fertig. Ja, so sieht das jetzt hier im Moment aus. Hier ist aber auch wirklich alles an. Das kann ich jetzt schon mal ausmachen. So, jetzt werde ich hier die Dosen noch in den Kühlschrank räumen und die Aluschalen hier wegräumen. Die können auch
erstmal weg. Morgen möchte der Frank zum Mittag grillen und abends möchte er Gulasch. Haha. Und jetzt werde ich meinen Rechner aufbauen hier und versuchen noch einen Film zu schneiden. Ja. Da bin ich nicht ganz. Ja, eben haben wir Nachbarn gekriegt. Auch Reflection. Eine Nummer kleiner als wir haben. Ja, Frankie schraubt aus so einem Holzgestell die Schrauben raus, weil wir das heute Abend mit verbrennen wollen. Ja. Im Moment haben wir hier 26,6 Grad drinne, weil ich musste die Fenster aufmachen. Jetzt kann ich sie aber zumachen, weil es jetzt nicht mehr so qualmt. Und das hat dermaßen gequalmt, dass der Feuermelder natürlich angegangen ist. Und ja, nicht so gut. Okay, das war's erstmal von mir. Und der Frankie ist immer noch am Bauen da draußen. Oh ja. So, ich werde jetzt mal euch hier hinstellen. Und mal das Fenster hier zumachen. Okay. Nur kommt eins offen, das ist zu, das ist zu. Hier ist auch noch auf. Ich glaube, im Schlafzimmer habe ich auch noch eins auf. So, Leute. Ich bin hier schon fast. Das schmürgelt jetzt hier vor sich hin. Ich sehe gerade ein bisschen sehr doll. Ich müsste mal ein bisschen runterdrehen. So reicht das auch. Und der macht einen Krach. Aber der ist so schön. Wir hatten hier eben 26,7 Grad. Jetzt haben wir 25,3. Sie hat schon etwas runtergekühlt. Aber da wir noch die Tür offen hatten, kommt natürlich die Wärme schon wieder rein. Also, na, ist das natürlich... Haben Sie was zu sagen? Ich habe nichts zu sagen. Ich höre nur, was du von dir gibst. Wenn die Tür offen steht, ja, ist doch nicht gut, wenn die Klimaanlage, nein, läuft. Also. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist fast böse. Eben. Also halt deinen Rand. Sonst muss ich dich jetzt körperlich verwahren in Form einer Beule. Das wird die Leute freuen, haben was zu lachen. Wusch. Ja. Liegt denn da, sind so doch Schmerzen. Was hättest du denn jetzt gemacht, wenn ich dir jetzt eine gelatscht hätte? Nichts. Du hättest dir eine neue Kamera kaufen müssen. Oh. Oh. Na gut, ich mache jetzt... Hier, habt ihr gesehen? Dang, dang. So. Noch ein Zettel. Ich habe keinen Zettel. Ich muss aufschreiben, ich brauche einen Schneebesen. Ich habe nicht mal einen Schneebesen. Das ist auch richtig so. Was ist richtig? Dass du keinen Schneebesen hast. Warum? Wir haben Sommer. Oh, habt ihr das gehört? Es ist richtig so, dass ich keinen Schneebesen habe, weil wir Sommer haben. Ja, was ist jetzt da wieder falsch? Alter! Ich brauche jetzt mal einen Zettel. Ich bin froh, dass du den weißen Zeug nicht zu sehen ist und du willst einen Schneebesen. Mami, hast du mal einen Zettel? Nein, da schreibst du nur Schneebesen drauf und ich möchte keinen haben. Franki? Ich brauche mal bitte einen Zettel. Ja, ja. Ach Mann. Hey, herrlich, ich brauche mal einen Zettel. Was denn? Doch. Nein, merk dir einfach mal. Was ist das hier? Das sieht aber über meine Garantie nicht mal rein hier. Oh, ich brauche mal die Zettel bitte. Du bist doch die Sekretärin, wieso hast du keinen Zettel? Alter Schwede. Kannst du mir mal einen Zettel geben? Nein! Da! Guck mal, Rolle! Da geht noch das Zeug! Mann, ich brauche einen richtigen Zettel! Der ist richtig, aber richtiges Papier! Mann, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann hau ich dir eine! Ja! Ja, aber ich lach doch noch vom letzten Mal! Ich lach auch gleich weg! Mann! Mann! Oh, Gabi, ja, aber das ist nur so. Ich soll mal einen Roman schreiben, was oder? Was haben wir denn?
$50 kauft er sich eine Tasche. So eine Reisetasche, wo sein Zeug da drin hat. Und ich will einen Schneebesen und ein Monster. Ich habe hier kaputten Schneebesen. Ein Schneebesen, ganz richtig. So, wir essen Gulasch, Rotkohl, Kartoffeln. Ey, guckt euch Frank seine Riesengabel an. Alter, Mama mia. Ja, die Kartoffeln haben wir festgestellt. Na, ja, ich habe ja vorhin schon gezeigt, den Unterschied. Habe ich ja schon gezeigt. Die Kartoffeln sind nicht so toll, haben wir festgestellt. Aber jetzt, was? Schrott. Ja, die sind Schrott. Ja, passiert, müssen wir andere kaufen für morgen. Gut. Gehen wir heute noch raus Feuer machen? Ja, aber dann muss ich... Alles schon vorbereitet? Gut, dann mache ich euch bestimmt nochmal an. Bis später. So, ihr seht, ich habe den Film geschnitten, der rendert jetzt schon. Jetzt können wir nochmal rausgehen. Wir haben eben am Lagerfeuer gesessen und ganz in Ruhe, ganz alleine. Der Franki kümmert sich jetzt ums Feuer, dass das 100% aus ist. Und können wir natürlich jetzt hier nicht. Ich habe einen Feuerhaken. Ja, können wir jetzt hier natürlich nicht so weiter brennen lassen und ins Bett gehen. Also das kann man nicht jetzt machen. Ja, nichts mehr sehen im Dunkeln, ne? Der Kamera? Nur noch das Feuer? Man kann jetzt nur noch das Feuer sehen? Nö. Also, kann man mein Werkzeug sehen? Kann man dein Werkzeug sehen? Nee, aber ich kann mal heller machen. Warte mal, gucken, ob das was bringt. Ja, naja. Naja, das stellen wir morgen mal vor, das Werkzeug. Das ist ein Multifunktionswerkzeug, wisst ihr? Damit kann man hier Feuer machen, Feuer ausmachen. Ja, machen weiter über das Feuer, das Ding. Ne, hier ja, jetzt kann man das sehen. Ne, kann man schön im Feuer. Das ist ein sogenanntes Nageleisen. Nein, das ist ein Multifunktionswerkzeug. Ach so. Weil man kann, guck bitte hier, man kann auch putten. Ja, man kann damit beim Golf, das ist alles machbar. Und der beste Vorteil beim Golfspielen mit diesem, nennen wir ihn mal Golfschläger, ist nämlich der, man kann das drehen und ist der Ball weg. Ja, für viele Leute haben dann einen zweiten in der Hosentasche. Wo ist er denn? Weiter geht's. Man sieht dich nicht. Man sieht mich nicht? Nein. Ho, ho, ho. Okay. Die Gabi findet das schon wieder alle ganz doll witzig. Ja. Wenn ich euch erzähle, was der eben erzählt hat hier. Was? Da sagt er doch wirklich, da sagt er zu mir, was ist denn jetzt, wenn man jetzt hier zu dem Feuer machen hier keine Lust mehr hat, pinkelt man das dann einfach aus? Oh Mann, im Schlafzimmer habe ich schon Licht an, ich weiß gar nicht warum. Ah, nee, ey. Ach, ich konnte nicht mehr vor Lachen eben. Eieiei. Da hinten ist der Perimeter. Dieser schwarze Schatten eben, das war Frank. Willst du jetzt filmen mit den Ausmacher, oder? Ich kann nicht mehr. Oh, Hilfe. Okay.
jetzt sagen wir gute Nacht. Oh, ja, wir hätten eigentlich auch so ein schönes Licht, aber mir ist schon wieder die Sicherung rausgeflogen. Und ich weiß gar nicht warum. Irgendwie drücke ich den Schalter falsch oder irgend sowas. So, jetzt sage ich, nee, ich brauche ja gar nicht umdrehen, weil ihr seht mich eh nicht. Ihn sieht man auch nicht. Kannst du nicht mal deinen Kopf übers Feuer machen? Eben haben wir den Schläger auch gesehen. Wenn du nicht drauf bist, dann hole ich den wieder. Und dann zeige ich dir, wozu dieses Multifunktionswerkzeug noch so in der Lage ist. Oh Mann, ey. Also. Eieiei. Ei, ei. Okay. Jetzt sagen wir wirklich Tschüss. Bis morgen. Oder so. Sagst du auch was, du Schatten? Bye bye. Sieht dich nicht. Man sieht immer nur irgendwelche. Ja, jetzt so. Bup, bup, bup. Ja, genau. Oh, sag mal, bist du verrückt? So, gute Nacht.